große Problem. Und das Lustige ist, dass die Koordinaten sind selber nicht. Ich spreche hier mit Herrn Hitzfelder, Einsatzleiter von dem Feuerwehrstützpunkt in Weyreck. Ja, zur Sache, was ist hier genau passiert? Es ist der dritte Tauchunfall, den wir in diesem Jahr zu bewältigen haben. Das heißt, wir sind von der Behörde, Exekutive und Behörde, sprich BH, beauftragt worden, hier eine Personenfahndung, an der Personenfahndung mitzuwirken und einen vermissten Taucher zu suchen. Dies Jahr bereits der zweite Tauchunfall hier an der Schwarzen Brücke am Attersee. Was treibt die Taucher speziell hier zu diesem Tauchplatz? Ich glaube, der Name Schwarze Brücke ist derzeit, wie schon seit den restlichen 30 Jahren, Programm im Tauchwesen. Leider behaftet mit dem Negativum, dass die Tauchunfälle immer hier vor Ort passieren. Das ist das Negativum. Aber nichtsdestotrotz, die Tauchunfälle stagnieren. Also das sind nicht mehr geworden in den letzten 30 Jahren. Wie gesagt, heuer der zweite Tauchunfall hier. Aber bei der Vielzahl der Tauchgänge, die auch hier absolviert werden, das, klingt banal, aber es ist trotzdem im Normbereich. Das heißt, genau betrachtet, Tauchen ist nicht unbedingt ein gefährlicher Sport. Tauchen ist absolut kein gefährlicher Sport. Die einzige gefährliche Komponente beim Tauchen ist der Mensch selbst. Wie gesagt, die Tauchunfälle werden ganz selten hervorgerufen durch technisches Gebrechen. Meistens ist der Mensch, der die Unbekannte ergibt, durch Selbstüberschätzung oder psychologische Defekte oder andere Defekte. Sie suchen jetzt hier schon am heutigen Sonntag seit Mittagsstunden. Was für eine Technik setzen Sie ein? Wir haben seit heuer Gott sei Dank in der Technik stark aufgerüstet. Wir sind derzeit mit der vierten Generation der Schleppkamera, das heißt die systematische Suche. Aber was wir vor allem dazu bekommen haben, ist für großflächige Vorsuchen das spezifische Sonar und in weiterer Folge der Tauchroboter, der für schnelle Einsätze bereit ist, beziehungsweise mit dem man schnelle Einsätze durchführen kann. Was zieht Taucher eigentlich in diese ja, tieferen Bereiche, jenseits der empfohlenen und propagierten 30 Meter? Wenn Taucher diese Tiefen aufsuchen, was sich hauptsächlich wieder im Trimix-Bereich abspielt, das heißt technisches Tauchen, dann kann man sagen, wenn die Grenzen weit, weit, weit überschritten werden, dann ist das meist in der persönlichen Grenzsuche, Leistungssuche und das ist sicher eher persönlichen Rekorden zuzuschreiben, die da hier gesucht werden.